Ja, willkommen zurück, Submerged. Folge 8, glaube ich schon. Wahnsinn. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört, haben das Buch noch eingesammelt, eine weitere Geschichte der Stadt. Wir werden uns mal jetzt zurückbewegen in Richtung Bötchen und werden mal schauen, ob wir noch, ich glaube, zwei sind es noch, zwei oder eins von den Monumenten. Werden wir ein wenig rumfahren. Ich schau mal eben bei Monumente. Ja, zwei Stück sind es noch. Und dann mal auf die Karte geleuchtet, weil bis jetzt sind es eigentlich immer nur außen gewesen, die Monumente. Ich vermute mal, dass es auch so weitergehen wird, dass wir dort weitere Monumente finden werden. Natürlich ist jetzt bei dem Wett. Uah, hallo, Framerate. So wie beim letzten Mal schon. Schön, dass du da bist. Ja. Nee, ich vermute mal. Ah, der Mond geht unter und es bricht ein neuer Tag ein. Ein an wir, ihr, sie. Und wir fahren mit dem Boot einfach mal hier komplett außen entlang. In der Hoffnung, dass wir ein Monument filmen. Monument. Ich glaube, hier ist noch ein Hotel, ne? Kann das sein? Ruli. Roly. Ich finde es so geil, dass der Mond dort untergeht, wo die Sonne auch aufgeht. Macht Sinn. Naja, gut, man weiß ja natürlich jetzt nicht hier, wo man ist, ne? So, was könnte denn noch ein Monument sein? Das hier vielleicht? Ich glaube nicht. Alter Schwede. Ich schau nochmal eben auf die Karte mal eben schauen. Okay, wir haben einen großen Bogen gefahren. Werden mal hier so in die Stadt reinfahren. Ey, ich sehe ein Buch. Das kann ich nicht liegen lassen. Tut mir leid, Entschuldigung. Aber ich kann das nicht liegen lassen. Das ist so, als wenn du im Joghurtregal dein Lieblingsjoghurt siehst und du kannst nicht dran vorbeigehen und musst zugreifen, weil es im Angebot ist. So ungefähr geht es mir jetzt gerade hier bei dem Spiel. Weil ich habe Angst, dann diese Bücher zu vergessen. Dass ich sie liegen lasse aus Versehen. Und ihr dann wahrscheinlich mit mir schimpft. Hat der Idiot das nicht gesehen? Verdammt! So. Und der Regen kam auf die Stadt. Aber ich glaube nicht, dass das nur Regen war, dass die Stadt hier so überflutet. Weil wie kann denn eine Stadt überfluten? Nur mit Regen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist theoretisch nicht möglich, würde ich jetzt nicht behaupten, aber vielleicht praxismäßig. Na, keine Ahnung, wie gesagt, ich möchte einfach nur mal ein paar Vermutungen anstellen. Man weiß es ja nicht. Huch. Waren wir hier schon? Ist hier was? Aha. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. So. La 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 la. La 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 la. Langsam über die Planke. Denn über die Planke gibt's eine große Ranke. Ja, und würde mal interessieren, ob die Bilder immer gleich spawnen. Oder ob man halt, ja, ob die random sind. Ob dann halt immer jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, dann halt die Bilder woanders sind. Glorius! Glorius! Stand da Glorius? Glorius! Ja, Glorius! Ah, kommt man da ins Gebäude rein? Was ist da drin? Bewegt sich das? Nein. Sieht so danach aus, als könnte man hier in der. Was war das? Kann man da drauf auf das Gebäude? Ist es. Nein, ich dachte, das wäre die Mitte der Karte.
Aber ich glaube, dem war nicht so. Aber wir haben ja gesehen, dass von... ja, unter dem Wasser irgendwas hochgekommen ist. Und hatte die Stadt dann halt befallen. Also so Pflanzen und alles und sowas. Das ist wahrscheinlich ein Monument. Vermute ich mal. Jawohl, sehr schön. Die starrsinnige Kreatur. So, jetzt brauchen wir nur noch eins. Jetzt ist nur die Frage, wo und welches ist das? Da hinten vielleicht der spitze Turm von Pisa? Oder... Ich schau mal eben auf die Karte. Da waren wir aber schon gewesen in die Richtung. Bei dem schiefen Turm von Pisa. Das heißt, ich glaube nicht, dass das... Es müsste im Bereich sein von der Karte, wo wir noch nicht waren. Deswegen werde ich mal hier lang fahren. Weil wir dort noch nicht waren. Hey, das reimt sich. Da vielleicht der Sendemast. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Hallo, Framerate. Was war das? Oh, hör doch auf mit so einer Scheiße. Ich bin total erschrocken. Ich glaube, der Sendemast ist das. Aber ich glaube, so intensiv hatten wir uns den, glaube ich, auch noch nicht angeguckt. Oder angesehen. Da waren wir, glaube ich, schon gewesen, ne? Ich meine, ja. Boah, was für ekelige Beulen, diese... Ja, das ist es, jawohl. Das Netz gen Himmel. Das Netz im Himmel vielleicht. Ja, und damit haben wir 8 von 8 Monumente gesammelt. Das ist sehr schön. Das heißt, für uns geht jetzt die Reise quasi weiter auf Büchersuche. Deswegen werde ich mal ganz schnell die Karte öffnen. Wo sind wir denn? Ach, hier. Da lang möchte ich, ne? Ja, Entschuldigung, wenn ich mal die Karte öffne, aber wie gesagt, ich, Orientierung, du weißt es. Du weißt ganz genau, was ich damit meine, mit Orientierung. Ist hier vielleicht noch ein Buch drauf, was wir noch nicht haben? Ja, Tatsache, ich glaub's nicht. Hallo? Also Boot fahren kann sie schon mal nicht. So, la 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 la. Und Kreaturen müssen wir auch noch finden, ne? Wie sollen wir denn die Kreaturen finden? Und die Stadtbevölkerung wuchs und wuchs. Mag es vielleicht das bedeuten? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich habe in einer Folge, ich weiß nicht, war es 5 gewesen, war es 4 gewesen, ich weiß es schon gar nicht mehr, habe ich ja schon versucht, so ein bisschen die Geschichte von den beiden aufzudecken. Und ich glaube, es kam schon sehr nah dran, was ich da von den Bildern her erkennen konnte, was passiert ist. Aber ich möchte nicht zu viel jetzt hier spoilern. Man weiß es nicht. Fahren wir mal hier lang. So, wo könnte das Buch sein? In die Richtung ist das Buch, okay. Da oben, ich sehe es doch schon, da leuchtet es schon oben. Das heißt, wir müssen auf dieses Gebäude hier rauf. Das wird wieder ein fleißiges Kletterabenteuer, ich sehe es schon kommen. Yay! Und dann können wir eventuell dann... Können wir eventuell neue Bücher mit unserem Fernglas finden. Kitsch Rathaus. Ob das Rathaus kitschig ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Uah. Hallo? 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 Geh da rüber. Okay. La 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 la. Hui. So,
So, gucken wir doch mal. La 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 la. Und da ist auch schon ein Buch. Das heißt, hier sind mehr drin. Also mehr Bücher. Oh, langsam. Noch mehr Pflanzen. Von rechts und links. Man weiß es nicht. Da war jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das jetzt Ende mit Klettern da oder... Müssen mal schauen. Auf jeden Fall ganz auf der Spitze des Gebäudes war auf jeden Fall noch ein Buch. Und wir werden oben natürlich das Fernglas benutzen, um mal... Ach, da. Ah, da ist... Ha, ich sehe dich. Du Sau. Boah, das muss doch wehtun in den Finger. Verdammt. Wie kommen wir denn jetzt da rüber? Da müssen wir uns jetzt erstmal schlau machen, wie wir da rüberkommen. Ging es denn jetzt hier wirklich nicht mehr weiter, oder? Verdammt. Da war ja auch nichts, ne? Weil ich möchte doch schon gerne jetzt hier nichts hinter mir lassen, also nichts Unentdecktes hinter mir lassen, was ich dann vielleicht übersehen habe, weil, okay, da kommt man nur von da rauf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Und ich habe eine... Ah, Moment, da geht's weiter. Ich bin da glatt dran vorbeigelaufen. Seht ihr? Bin ich froh, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Hier kann man nämlich dran klettern. Jetzt sehe ich das erstmal. Das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal einen an, wie raffiniert von den Entwicklern. Ich habe gedacht, das wäre jetzt nur so ein Aussichtspunkt, um halt, um mal das Buch da zu entdecken. Aber dem war leider nicht so. Ach, wie süß. Butterblümchen. Butterblümchen. Ich finde schön, dass hier sogar die Natur auch so und dann so ein bisschen da durchwächst durch das ganze, ja, Gestein und alles von den Gebäuden. Und wie ich ja schon sagte, Natur holt sich nach einer Zeit, auch wenn es Jahre dauert, alles zurück. Und ich glaube, einige Menschen oder viele von uns wissen gar nicht mehr, was Natur wirklich heißt. Oh, jetzt werden viele sagen, oh, der Flexi hält jetzt mal eine richtige Predigt. Nein, aber es ist ja wirklich so. Ich sag mal, wer von euch schaut denn heutzutage noch nachts im Himmel, guckt sich die Sterne an? Oder wer sitzt einfach mal gemütlich im Park, genießt die Ruhe von dem Alltag? Heutzutage sind wir alle nur noch so im Stress und ja, sind nur noch quasi auf der Flucht vom, ja, vom Leben nicht, aber ja, von den ganzen Terminen, die wir haben und wann nehmen wir uns wirklich mal eine Auszeit? Und, obwohl wir es eigentlich uns verdient hätten, mal wirklich Auszeit zu nehmen, aber die Ansprüche werden ja auch immer höher. Für uns Menschen natürlich auch, was Arbeit angeht und natürlich auch, wie gesagt, um halt alles zu schaffen und zu regeln. Wir geben natürlich jeden Tag unser Bestes oder versuchen zumindest unser Bestes zu geben. Auch wenn das manchmal nicht ausreicht. Und deswegen, ja, sollten wir einfach mal die Ruhe genießen, wenn wir dann zum Beispiel mal ein Videospiel spielen oder vielleicht im Park sitzen. Einfach mal abschalten. Und dafür, finde ich, ist dieses Videospiel ganz gut geeignet, um mal so ein bisschen, ja, den Alltag zu vergessen. Den stressigen Alltag, den wir ja alle kennen. Und darum liebe ich dieses Spiel auch, weil es lässt mich doch wirklich in eine andere Welt eintauchen. Auch wenn es jetzt kein AAA Blockbuster High-End Call of Duty Battlefield Gran Turismo mäßiges Dingen ist. Trotzdem hat es mich in seinen Bann gezogen und ich hoffe euch natürlich auch. Und nein, wir werden die Kiste nicht mitnehmen. Wir gehen erstmal das Buch holen. Und auch mit der schönen Melodie im Hintergrund. Aber ich hoffe nicht, dass ich jetzt euch zu nahe getreten bin oder so. Oder irgendwie
Und ihr jetzt denkt immer, was hat denn, Alter, was erzählt der da? Der soll Let's Playen. Du auch. Du hast auch eine ruhige Seele in dir. Nein, hab ich nicht. Hast du wohl. Und du genießt auch irgendwann mal deine Ruhe. Aber wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier keinen Vortrag halten oder sonst irgendwas und irgendwie... Na, ich möchte euch einfach nur das nahe bringen, was das Spiel ja mir so gibt. Das möchte ich euch natürlich weitergeben. In diesem Sinne. So, geht's jetzt erstmal weiter. Schöne Textur um die Ecke geklatscht einfach. Voll geil. Naja, egal. So, ich schaue auf die Karte und ich sehe ein Buch noch, was in dieser Richtung liegt. Da drüben. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Warte mal, wir sind von... Wo sind wir gekommen? Das Buch liegt genau in der Richtung. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir... Ach, hier, ne, oder? War das von hier? Ich glaube, ja. So. Und es sind immer noch, glaube ich, gefühlte 40 Grad hier fast in diesem Aufnahmestudio. Und ich gehe schon sowas von kaputt. Kaputt. Das ist unglaublich. Bitte lass das Buch hier sein. Lass das Buch hier sein. Lass das Buch hier sein. Nein, das Buch ist nicht hier. Alter, warum ist das Buch nicht hier? Da ist es. Ich sehe dich. Ich bin einfach mal durch den Schwarm durchgelaufen. War mir jetzt im Endeffekt egal. Weil ich will das Buch haben. Ich bin voll der Buchgeier. Ah, und der Mond kam. Und die Stadt war weg. Ja, keine Ahnung, müssen mal eine Folge mal, ich denke mal, wenn ich dann fast alle Bücher dann von der Stadt auch gesammelt habe, dass wir dann mal so ein bisschen so chronologisch vielleicht die Reihenfolge der Stadt so ein bisschen durchgehen. Dass wir ein paar Vermutungen anstellen, ein bisschen, ja, erforschen und gucken, ob wir vielleicht die Geschichte zusammenfriemeln können, was hier in der Stadt passiert ist. Und, was mache ich denn eigentlich? Ich muss hier lang. Aber da müssen wir dann erstmal gucken, dass wir da... Nee, ist doch vollkommener Blödsinn, oder? Hä? Hä? Okay. Zweimal umsonst gelaufen. Auch nicht schlecht. So. Genau, hier geht's wieder runter. Wie gesagt, Überlebenspaket, wer jetzt vielleicht erst eingeschaltet hat. Ich sammle die erst, sobald ich alle Bücher oder beziehungsweise Geschichten soweit gefunden habe. Alle Upgrades fürs Boot und so. Weil dann kann ich auch mit der Story fortfahren, weil ich weiß nicht, ob man später im Spielverlauf noch... Nein! Später noch im Spielverlauf die Möglichkeit hat, nach der Story noch weiter alles zu sammeln, weil mir ist aufgefallen, wir haben jetzt... Wie viele Pakete haben wir gesammelt? Ich glaube drei, ne? Ich glaube drei Pakete haben wir gesammelt und wir, oder mir ist aufgefallen, dass wir, ja, etwas kränklicher geworden sind und... Ich habe so eine schlimme Befürchtung, was das Ende des Spiels angeht, aber möchte ich jetzt nicht, möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, möchte ich jetzt noch ein bisschen für mich behalten und auch nicht spoilern irgendwie, auch wenn ich es, wie gesagt, ich weiß es ja nicht, ist ja nur eine Vermutung und trotzdem möchte ich da euch nicht den Spaß nehmen, mit mir zusammen weiter die Story ja anzusehen. So, das geht natürlich jetzt relativ flott. Wir sind wieder unten. Ich hoffe, wir haben da alle Bücher soweit gesammelt, die es da gab. So, jetzt müssen wir erstmal nach oben wieder. Der Schatten wandert aber ganz schön schnell, ne? Oder? Muss ich ja mal sagen. Hui! So. Hallo? Und einsteigen. So. Mal eben schon auf die Karte geguckt. Ich würde sagen, in... Nein, in die Richtung fahren wir mal. Weil da waren wir auch noch nicht großartig. So. La 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 la. Hui. Hui.
Achso, und wir müssen natürlich gucken, dass wir die Bücher... Moment, hinter uns liegt was? Ach, ich fahr jetzt erstmal hier lang. Ist mir jetzt egal. Oh, diese dramatische Musik gerade. Ich fahr mit meinem Boot durch den Kanal. Und mit meinem Boot fahre ich auch mit meiner Faust Aral. Entschuldigung. Ich wollte da lang, ne? Oder? Mit meinem Boot geht's weiter. Die Delfine schwimmen an meine Seite. Alter Schwede. Ach, hier ist ja... Ah, guck mal. Hier ist unser Dings. Hier ist unser Bruder am Liegen. Und ich würde sagen... Das ist doch wunderbar. Da können wir mal eben kurz vorbeischauen, wie es ihm so geht. Naja, es geht dem noch nicht viel... Noch nicht viel besser. Aber ich würde sagen... Für diese Folge, finde ich, ist das erstmal ein krönender Abschluss, dass wir mal wieder unseren Bruder gesehen haben. Und ja, ich schalte in der nächsten Folge auch wieder ein, wenn es wieder heißt Submerged. Macht's gut. Ciao.